Und während viele Anleger weiter um ihr Geld und um ihr Recht kämpfen, da feiert die Wirtschaft wieder, denn Deutschland hat das größte Wirtschaftswachstum seit der Wiedervereinigung. Ganz anders sieht es da bei unseren EU-Freunden in Portugal, in Griechenland oder in Irland aus. Ist ja zum Glück weit weg, könnten Sie jetzt sagen, aber wie Sie gleich sehen werden, sitzen wir alle im gleichen Boot, denn unsere Banken sind die Hauptgläubiger dieser Krisenländer. Eine riesige Zahl rauscht durchs deutsche Bankenviertel. 74 Milliarden Euro, allein Staatsanleihen aus den Krisenstaaten Griechenland, Irland, Portugal und Spanien. Die schlummern in den Büchern deutscher Banken. Deutschland, größter Gläubiger der Eurozone. Für die Kanzlerin steht Europa auf dem Spiel. Denn scheitert der Euro, dann scheitert Europa. Niemand in Europa wird allein gelassen. Ob beim Sport oder in der Mittagspause für die Schulden der anderen gerade stehen, das regt die Deutschen auf. Letztendlich muss der Arbeiter oder der Angestellte von Deutschland muss die ganze Geschichte zahlen. Deutschland steht halt gut da und die anderen Länder, die halten sich zurück. Zahlmeister Deutschland. Das Wahlvolk bringt so etwas in Rage. Da ist der Finanzminister froh, wenn er in Brüssel verkünden darf, nicht nur der Steuerzahler soll in Zukunft ran, wenn Schuldenländer wackeln. Es wird eben in Zukunft unter engen Voraussetzungen werden auch die Gläubiger an dem höheren Risiko beteiligt werden. Die privaten Gläubiger stärker an Risiken beteiligen. Das Volk findet's absolut richtig. Ja. Korrekt. Ja. Die Verteilung der Kosten, das finde ich schon eine Frage. Das kann nicht richtig sein, wenn das sozusagen alle mit niedrigem Einkommen zahlen und die, die davor profitiert haben, nicht zahlen müssen. Nur, wer sind diejenigen? Das wollen wir von Dirk Schirek wissen, Bankenprofessor an der Uni Darmstadt. Also, bei welchen deutschen Banken liegen zum Beispiel die Anleihen der Wackelkandidaten aus Griechenland, Spanien, Portugal und Irland? Wer sind Deutschlands größte Gläubiger besagter Staatsanleihen? Da haben wir dann die Commerzbank mit großem Staatsanteil dabei. Wir haben dabei die LBBW, auch ein öffentlich-rechtliches Institut mit erheblichem Staatsbesitz. Wir haben aus dem genossenschaftlichen Bereich eine WGZ und eine DZ-Bank mit sehr hohen Außenständen. Und wir haben bekanntermaßen die Hypo Real Estate, die eine der größten Gläubiger dieser Länder ist. Schauen wir genau hin. Am stärksten engagiert die verstaatlichte Hypo Real Estate. 7,9 Milliarden in Griechenland, 13,8 in Spanien, 3,7 in Portugal und 10,3 Milliarden in Irland. Zusammen über 35 Milliarden Euro. Es folgen die DZ, die LBBW, die Commerzbank und die WGZ-Bank. Öffentliche und genossenschaftliche Banken und im Fall der HRE und Commerzbank-Institute mit Staatsbeteiligung. Zusammen halten diese fünf Banken 60,9 Milliarden Euro an Staatsanleihen. Gemessen an den 74 Milliarden, die bei deutschen Banken aus diesen Krisenländern insgesamt in den Büchern stehen, sind das über 80%. Sollten diese Länder ihre Schulden nicht zurückzahlen, weil sie nicht können oder man ihnen einen Teil erlässt, dann entstehen Verluste. Beispiel LBBW. Ein Blick auf die Eigentümer zeigt, Land und die Stadt Stuttgart besitzen zusammen 60% und die Sparkassen gut 40% der Landesbank Baden-Württemberg. Nehmen wir uns mal ein Institut raus, wie die Landesbank Baden-Württemberg als größte Landesbank, als größtes öffentlich-rechtliches Institut. Dann würde man zunächst mal feststellen, ein Verlust bei der Landesbank sorgt dafür, dass das Land Baden-Württemberg geringere Steuereinnahmen hat. Verluste würden bei der LBBW entstehen, zahlten Griechenland, Spanien, Portugal und Irland ihre Schulden nur zum Teil zurück. In unserem Szenario rechnen wir, was Experten diskutieren. Ein Schuldenschnitt von 20%. Das hätte bei der LBBW einen Verlust von 1,56 Milliarden Euro zur Folge, der das Land, die Stadt Stuttgart und die Sparkassen trifft. Eine Sparkasse muss, wenn die Landesbank Verluste erleidet, auf den Wert ihres Landesbankanteils einen Verlust verbuchen, eine Abschreibung vornehmen. Das reduziert den Gewinn der Sparkasse bzw. sorgt dafür, dass die Sparkasse an anderen Ecken sparen muss. Das sind dann beispielsweise die Zuwendungen, die wir traditionell von Sparkassen in der Finanzierung von Sportvereinen, vom kulturellen Leben in der Gemeinde vor Ort haben. Es trifft Sie. Viele hier sind Kunden von Sparkassen, von Volks- und Raiffeisenbanken. Beteiligung privater Gläubiger an den Risiken schön und gut. Nur wenn öffentliche Banken oder Banken mit Staatsbeteiligung auch in Zukunft solche Risiken eingehen, nutzt es dem Steuerzahler gar nichts. Man versucht natürlich, die Bevölkerung ein Stück weit zu beruhigen, dadurch, dass man
auf private Gläubiger hinweist, aber es ist nicht mehr als eine Beruhigungspille. Niemand in Europa wird fallen gelassen. Das Schlagwort Eurokrise, wie es ja insbesondere von Frau Merkel auch immer wieder gerne in den Mund genommen wird, suggeriert uns ja zunächst mal, es geht um die Rettung von Ländern aus der Eurozone. Das stimmt zwar zum einen durchaus, wir helfen diesen Ländern, aber wir helfen nicht nur den Schuldnern, sondern bei den Größenordnungen helfen wir immer auch den Gläubigern, sprich unseren eigenen Banken. Heißt, wenn Politik und Banker Fehler machen, dann sitzen wir alle mit im Boot. Wie man es dreht und wendet, der Bürger wird ungewollt zum Gläubiger.